Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein großartiges Sachbuch mal wieder zeigen. 100 Ereignisse, die die Welt verändert haben, aus dem DK Verlag. Der hat übrigens viele tolle Sachbücher, kann ich nur empfehlen, schaut da gerne mal rein. Das Buch hat 128 Seiten, kostet 14,95 Euro und wird für so ab 8 bis 10 Jahren empfohlen, wobei durchaus Luft nach oben ist, wie immer. In diesem Buch werden also kompakt 100 Ereignisse dargestellt, die die Welt auf irgendeine Art und Weise verändert haben. Zunächst zeige ich kurz das Inhaltsverzeichnis. Man hat hier also ein wirklich breites Spektrum von zum Beispiel den Pilgervätern bis hin zu Wettrennen ins All. Es geht also wirklich durch die gesamte menschliche Geschichte durch. Wir beginnen hier bei den ersten Menschen und wie wichtig das Feuer war oder wie zum Beispiel die ersten Werkzeuge gemacht wurden, lernen dann, wie die Weltreligionen entstanden sind, Hinduismus, Christentum und so weiter, treffen auf berühmte Persönlichkeiten, die ja einfach in der Geschichte etwas ganz Großes bewirkt haben, hier zum Beispiel Nelson Mandelas Kampf gegen die Apartheid, erfahren über diverse Attentate auf berühmte Menschen, zum Beispiel John F. Kennedy und viele, viele andere, Martin Luther King und so weiter. Ja, begegnen den schlimmsten Krankheiten oder Katastrophen, zum Beispiel das in Tschernobyl, der Atomunfall. Und ja, staunen auch über die größten Erfindungen oder Bauwerke auf unserer Erde, die chinesische Mauer zum Beispiel und vieles, vieles mehr. Und am Ende gibt es noch einige Ereignisse, die ganz kurz ebenfalls erwähnt werden und ein Glossar wie immer zum Nachschlagen. Ja, das Buch ist, wie ihr sehen konntet, wirklich nicht nach der Zeit, sondern nach Kategorien aufgebaut auch. Und vermittelt einem mit kompaktem Wissen alles, was man dazu wissen sollte und sich auch vielleicht tatsächlich merken kann, weil es eben dann nicht zu sehr ins Detail geht. Ich finde dieses Buch großartig, um das Allgemeinwissen zu bessern und am besten gemeinsam mit den Kindern nach und nach zu lesen. Durch das Buch bekommen sie unheimlich viel Bildung, ohne zu sehr ins trockene Detail zu gehen. Und die Ereignisse sind auch wirklich richtig spannend, nicht nur für die Kinder, wie ich finde. Das Buch habe ich euch wie immer in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!